Hier ist die Top 5 des 10. Spieltags. Den Anfang macht Dennis Krause. Für den Gummersbacher sind selbst drei Gegner kein Problem, um den Ball zu versenken. Auf Platz 4 Marius Liebald vom TV Großwallstadt. Der Rückraumspieler erzielt mit akrobatischer Einlage das schönste seiner insgesamt drei Tore gegen Melsungen. Als Drittplatzierter hebt Daniel Narcisse vom THW Kiel ab. Nicht umsonst trägt der französische Rückraumspieler den Spitznamen Air France. Platz 2 geht an Nationalspieler Michael Haas. 10 Sekunden vor Schluss sichert der 27-Jährige seinen Göppingern den knappen Sieg gegen Gummersbach. Die Nummer 1 in dieser Woche, Stefan Knehl. In wirklich letzter Sekunde rettet der Großwallstädter das wichtige Unentschieden in der Partie gegen Melsungen.